Und damit sage ich mal wieder Hallihallo. Und unser Freund Klumpi. Also, wir spielen natürlich Soma, wie immer. Ja, ihr seht das ja wahrscheinlich an dem Bild, was ihr angeklickt habt. Auf jeden Fall verfolgt uns gerade nicht mehr unser Freund Klumpi. Wir haben uns hier gerade im Konferenzraum verschanzt. Er ist gerade von dannen gezogen. Es liegen tatsächlich nur Sekunden zwischen dieser und der letzten Folge. Und ich versuche jetzt, diesen Chip zu formatieren. Und das mache ich jetzt irgendwie komplett im Dunkeln. Das Gefährliche dabei ist, dass ich jetzt nicht sehe, ob hier irgendwas am Boden liegt oder nicht. Das haben die schon ganz geschickt gemacht hier. So, und ich vermute, dass ich den Chip jetzt hier hoffentlich bitte formatieren kann. Kleiner Moment, das machen wir nämlich anders. Ich mach die Tür vorher zu. Und sperr uns ein. Verbindungschip erkannt, ja. Ladeverbindungschip. Türregelung außer Kraft setzen. So, ich möchte, dass diese Tür gesperrt ist. So, weil da kommt nämlich gerade schon Klumpi. Wir haben unsere Tür zu. Ja, sehr gut. Wir sind sicher. Klumpi kann hier nicht rein. So, gut, das ist wichtig gewesen. Ich glaube, der hätte uns sonst echt gekriegt. Ups. Schlüsselkontrolle. Panelchip-Anschluss, Sicherheitscode, bla bla bla. Genehmigung, Standard, Theta-Code. Seekop, Strohmeier, ja, J, ja, wie auch immer. Fehlercode abgelaufen, bitte aktualisieren. Verbindungschip aktualisieren. Okay, Chip ist einsatzbereit, das ist schön. Sicherheitsmeldung. Alarm, beschädigt, beschädigt, beschädigt. Alarm Maschinenhangar. Ein riesiges Strukturgeleck hat dazu geführt, dass die WOW die Kontrolle über das Dunbad übernommen hat. Ach, die wissen sogar davon. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine sprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Also die wussten tatsächlich, was hier abgeht nach und nach. Okay, aber das Wichtigste ist, unser Chip ist jetzt einsatzbereit. Und Klumpi ist gerade von dann gegangen. Das heißt, ich kann die Entriegelung hier außer Kraft setzen. Und wir können uns jetzt zum Aufzug schleichen. Gott. Klumpi ist hier. Der ist hier irgendwo. Das kriselt schon wieder so komisch. Ich weiß noch nicht, ob hier links oder hier rechts. Er ist direkt vor uns. Einfach nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt. Ich kann ihn ganz, ganz schwach erkennen. Okay, er geht, er geht, er geht, er geht. Ich versuche jetzt links rum unseren Weg zu bahnen. Obwohl, eigentlich kann ich direkt hinter ihm her, glaube ich. Ich sehe leider natürlich überhaupt nichts. Das heißt, ich hoffe, ich renne jetzt hier nicht in eine Dose rein oder sowas. Das wäre fatal. Klumpi kommt. Ich gehe hier vorne lang. Ich weiß nicht, ob er jetzt hinter uns ist oder vor uns. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Okay, ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Halleluja. Tu den Chip rein. Tu ihn rein. Klumpi kommt. Tu ihn rein. Ja. There's something not hooked up right. Was? Oh Gott. Still not working. It's missing something. Was denn noch? Was fehlt denn jetzt? It's still not working. Die Halterung und Ding ist doch alles zu. Oh!
Oh, Halleluja. Okay, Kloppy hat uns gefunden gehabt. Wo ist jetzt hier das Problem? Wow. Okay, okay, Kloppy hat uns jetzt einmal erwischt. Da ist leider nicht vorbei. Ist egal jetzt wohin. Oh Gott. Puh. Boah, jetzt bin ich aber vorhin jetzt hier aber weiter geschrien, du. Ja, hier aber die Nachbarn wach gemacht, du. Da hat uns Klump hier echt erwischt. Hui. Okay, wir sind auch echt angeschlagen. Oh. Was? Was? Dann würde ich einfach normal Aufzug fahren, bitte. Hallo? Oh Gott. Natürlich darf ich jetzt hier auch noch rausklettern. Oh Gott! Ich hoffe, der Aufzug hält jetzt da oben. Er knarzt hier so komisch. Gott, 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 Gott. Okay. Sieht gerade alles so unscharf aus, weil wir immer noch angeschlagen sind von Klumpi. Und hier ist überall dieses ätzende, fleischige Zeug. Hier geht's links rein. Ich weiß nicht wohin. Hier tropft Öl. Ich weiß nicht, ob ich hier schon lang gehen möchte. Ich mache hier nochmal zu. Dort haben wir einen Shuttle, die kennen wir ja bereits. Ich hoffe, wir erholen uns jetzt so langsam, weil es ist sehr unangenehm, so zu spielen. Okay, hier ist zu. Ich sehe, ob wir irgendwelche Sachen im Shuttle finden. Okay, hier ist auf jeden Fall keine Möglichkeit, mit dem Shuttle zu fahren. Und ich scheine auch nicht in der Shuttle reinzukommen, oder? Nein. Dann müssen wir wohl oder übel den Gang entlang gehen, wohin auch immer der führt. Und hier ist eh der Tunnel komplett eingestürzt, das heißt, der Shuttle bringt jetzt auch überhaupt nichts. Das Kloppy! Nein! Du Scheiße, nein! Ja, ich glaube, wir haben verloren. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt weitergeht. Ach du Scheiße. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ich habe erst gedacht, der taucht hinter uns auf. Aber er war ja dann direkt vor uns. Was soll ich denn da tun in der Situation? It's okay. It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Das war jetzt eine Erinnerung, die uns eingeholt hat. Oh Gott, ich weiß nicht, was ist hier los? Oh Gott. Wir hängen in so einer Fleischwand drin. Was zur Hölle? Der Aufzug ist auf jeden Fall abgestürzt jetzt in der Zeit und das hat uns geweckt.
Und jetzt ist auch hier die Tür zu. Wir mussten erwischt werden. Und ach du meine Fresse, bin ich erschrocken. Ganz schön heftig. Ganz, ganz, ganz schön heftig. Okay, jetzt ist hier vorne die Tür auf. Boah, bitte nicht mehr Klumpi. Die armen Geschöpfe, die hier überall hängen. So hätten wir nämlich auch enden sollen. So sind wir was Besonderes und Klumpi ist wieder hier. Wir sind wieder in dem Raum mit Klumpi. Ich kann ihn leider nicht sehen. Er ist direkt vor uns. Nicht mehr mit Klumpi spielen. Was ist das für ein Gang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehe. Ich sehe auch so gut wie nichts. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich sehe echt überhaupt nichts. Eine Taschenlampe wäre jetzt eine Krönung. Hier komme ich nicht durch. Ich habe keine Ahnung. Komme ich nirgends weiter. Ich vermute, dass diese Tür hier wichtig wäre für mich. Die muss ich wahrscheinlich irgendwo öffnen. Ach du Schande. Ah, ich muss zurück zu Klumpi. Aber ich sehe in diesen Gängen überhaupt nichts. Okay, da ist Klumpi. Er kommt zu uns. Wahrscheinlich erwischt er uns auch. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann hier nicht zurück. Ja, er erwischt uns. Da konnte ich nichts gegen tun. Ich wäre nicht mehr zum Wegrennen gekommen. Ach du Schande, Klumpi ist ja echt heftig. Ich versuche jetzt nochmal da vorne in den Raum zu kommen. Ich bin extrem langsam gerade. Was auch immer wir da für Stimmen hören. Ich muss in diesen Raum rein, glaube ich. Okay, ich habe hier irgendeine Tür geöffnet. Von einem Raum, wo ich nichts sehe. Überhaupt nichts. Nada. Niente. Ich weiß nicht, wie euch das gerade geht, aber ich sehe echt überhaupt nichts. Und ich glaube, in diesem Raum hier komme ich auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen wieder raus zu unserem Freund. Da vorne ist auch noch eine Tür. Ist die Tür bereits offen? Klumpi ist da. Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat. Oder uns wieder verdächtig nahe kommt. Ich kann hier nicht weiter. Okay, er geht auch an uns vorbei.
Geh einfach, Kluppi, geh bitte. Er tapst die ganze Zeit um uns herum. Okay, er ist rechts von uns. Versuche jetzt hier irgendwo weiterzukommen. Er verfolgt uns, Kluppi verfolgt uns, glaube ich. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da rein bitte. Dankeschön. Kann ich das hinter uns schließen? Ich möchte es schließen. Oh! Okay. Nächste Ebene, nächstes Glück, neues Glück oder was? Oder wie auch immer. Hier kommt bestimmt Klumpi auch nach. Irgendwie findet der bestimmt einen Weg. Hier. Da ist Klumpi. Der kommt jetzt hundertprozentig hier rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollen. Oh, ist schlechter Gang, schlechter Gang, schlechter Gang. Geh woanders hin! Geh woanders hin! Geh woanders hin! Genau, in diese Richtung. Die ist schön. Dort kannst du viele Stunden entlang gehen. Während ich mich hier auf der Parallelseite durchschleiche. Und ich habe keine Ahnung, wenn Klumpi denn doch hierher kommt. Bringt das denn jetzt was, wenn ich jetzt hier lang krieche? Jetzt irgendeinen tollen Gang entdeckt oder irgendwas? Ich habe überhaupt keine... Das ist ein Pupsknopf. Ich habe überhaupt keine Orientierung. Ich drücke den Pupsknopf, das wird jetzt laut. Tu es! Tu es! Jetzt kommt Klumpi 100 Pro. Klumpi kommt! So, ich bin weg. Hoffentlich. Komischerweise habe ich immer noch dieses gekrisselt. Sollte Klumpi etwa irgendwie einen Weg unten rum finden? Krisselt und ganz komische Geräusche. Bisschen Licht fände ich jetzt super. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Bin ich jetzt schon wieder hier im Klumpi-Raum oder was? Klumpi kommt. Ich muss wieder dahin, wo er herkommt, wetten. Halleluja! Entscheide dich für eine Seite und ich gehe die andere. Nicht für diese. Oh Gott, ich will keinen Krach machen. Ich kann auch keinen Krach machen. Jetzt geht er tatsächlich zurück. Der Klumpbärt.
Ich frage mich, wie der die Wege findet und überhaupt. Ich komme hier überhaupt nicht mit der Orientierung klar und der kennt sich jetzt so super aus. Hat er das gehört? Kloppi? Er steht da, glaube ich. Ja, er steht da. Direkt auf der Ecke, man kann unten sein Bein erkennen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so einfach an dem vorbeigehen kann. Hängt der da fest? Weil er sich so gar nicht mehr bewegt. Ich versuche ihn nochmal zu locken. Ich finde hier leider nichts zum Aufheben. Okay, ganz komische Geräusche und... Ich weiß nicht, was hier gerade abläuft. Ich versuche mal an ihm vorbeizukommen, weil er, glaube ich, echt hängt. War nicht gut, war nicht gut. Er hat uns. Ja. Scheiße. Er hat sich nicht bewegt, deswegen war ich mir nicht sicher, was da jetzt Sache ist. Okay, diese Tür ist zu. Oh Gott, hier hängt noch jemand. Da ist Kloppi, oh Gott. Ach du Scheiße. Hoffentlich geht er rechts rum. Bitte geh rechts rum. Nicht auf uns zu. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich gehe jetzt dahin, wo er herkommt. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung ist. Dort vorne ist ein Pupsknopf. Ich komme hier anscheinend immer weiter vorwärts. Es ist nicht mal ein Pupsknopf, es leuchtet einfach nur blau. Auf jeden Fall mache ich gerade Krach, was mir überhaupt nicht behagt. Irgendwelche Geräusche von irgendwas, was ich nicht zuordnen kann. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme. Hier ist eine Leiter, die zu ist. Und irgendwo hier ist Klumpi. Ich habe keine Ahnung, wo. Keine Schalter, keine Türen, nichts. Außer diese Leitern, die leider verborgen sind. Oder beziehungsweise unzugänglich sind. Weiß nicht, was das hier für ein Teil sein soll. Mit dem kann ich nichts tun. Ich möchte hier mal die Tür zumachen, damit ich vielleicht ein bisschen lauter sein kann. Okay, wenn Kloppi kommt, hören wir das. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Gibt es hier irgendwo eine Leiter nach unten? Nein, nein. Nein! Warum denn nicht? Ich habe keine Lust, dass Kloppi gleich kommt. Was der Fall sein wird. Oh ja. Oh ja, irgendwas, was mir gefällt. Das ist gut. Strom reinpumpen, für was auch immer. Wir haben irgendwas in Gang gesetzt. Das wird Klumpi, glaube ich, nicht gefallen. Da ist er schon. Ihr rechts hält offen, bitte. Ja, schön. Kloppi ist hinter uns. Soll ich da runterspringen?
Ich glaube, das ist nicht gesund, oder? Oh. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn wir da runterspringen müssen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und schalte wieder ein, wenn es hier mit unserem Freund Klumpi weitergeht. Aha. Ciao. Schönen Abend noch. Träumt was Schönes. Hey.